Ein staubiges Hallo zurück hier bei der Familie Reus. Ja, und Philipp wickelt hier gerade die kleine süße Sophia und wir sehen hier gar nichts wirklich, weil er mit dem Babypuder hier ganz schön verschwenderisch umgeht. Und ich hoffe, es hat geklappt. Ja, sie fühlt sich frisch gepudert. Und ja, da fühlt man sich gleich wie was Besseres. Das ist aber schön. Ja, und damit geht's der Sophia, wie gesagt, doch wieder richtig gut. Dann wird sie noch mal ins Kinderbettchen gelegt. Wenn der Philipp das auch macht. Ich hoffe, er kriegt das hin. Ja, und dann kann er was zu essen machen. Wie wäre es mit klebriger Carbonara mal wieder? Und Emily schraubt immer noch hier in Feuerwehrdingens rum. Theresa, ihr beide könnt ein bisschen rumgaloppieren. Apropos rumgaloppieren, das könnt ihr hier natürlich auch gehen. Geh mal da rein, Amira. Mal ein bisschen pieseln und was trinken. Und dann kann der Sato hier auch ein bisschen mit dem Ball spielen. Genau, genau das sollst du machen. Und dann kannst du dich auch ein bisschen mit dem Salto nochmal anfreunden, ein bisschen beschnüffeln. So, und ein bisschen spielen. Oh, sie haben eine Freundschaft fürs Leben geschlossen, die beiden. Wie schön. Das ist aber toll. Ihr könnt jetzt bitte ein bisschen ausreiten gehen. So, Pferd adoptieren, du bist doch blöd. Jetzt wollten wir nochmal ein Pferd adoptieren, wir haben doch genug. Philipp, was kannst du denn jetzt machen? Ich würde sagen, wir gehen mal mit dir zum Mittelaltermarkt. Den zeige ich euch gleich auch noch. Der ist ganz cool. Den habe ich selbst gebaut, aber... Ja, ich fand den irgendwie am Ende, als ich den gebaut habe, fand ich den sehr mittelalterlich und dachte mir, okay, dann nenne ich den Mittelaltermarkt. So, lernen wir mal ein bisschen die Lolli kennen. Ihr habt ja gesagt, wir sollen uns ein bisschen mit der anfreunden. Vielleicht eine Beziehung eingehen, aber erstmal schauen, wie sie denn so drauf ist. Sie sieht auf jeden Fall nicht allzu schlecht aus. Ihre Haare sind jetzt nicht so das Spannendste, aber ja. Dafür kann sie ja nun auch nichts. So, wir haben Geschicklichkeit Level 7 erreicht. Das ist ja mal cool. Wir wollen länger aufbleiben. Das kriegen wir bestimmt auch hin. Mal schauen, was wir hier so haben. Das war ein richtig schönes, also ein richtig schönes Feuerwehrhaus. Oder das sieht doch mal richtig gemütlich aus und alles. Wow. Babysitter anrufen. Oh, ruf meinen Babysitter an? Ach klar, komm. Das ist doch nicht so wichtig. Der Sophia geht ja jetzt ganz gut. Die muss ja eigentlich nur schlafen. Dann kann ja nicht viel passieren. Dann können wir ruhig auch ein bisschen beide außer Haus gehen und so weiter. Ah, hier ist sogar jemand. Den können wir ja dann mal kennenlernen. Den Francisco. Okay. Warum nicht? Ist hier noch jemand? Ich dachte, ich hätte gerade jemanden gehört. Oh nein, okay. Ja, okay, du kannst das aufwerten und dann, ja, einfach so ein bisschen. So, das ist der Mittelaltermarkt, den ich hier aufgebaut habe. Wer bist du denn? Ramona Laverly? Und du siehst aber... Wie siehst du denn bitte aus? Schaut mal. Guck mal, wie die aussieht. Interessant. Sieht ein bisschen alt aus, aber na gut. So, wir üben ein bisschen Bogenschießen, einen Basisschuss. Wie wäre es mit einem Schnellschuss und einem Extremschuss? Den können wir jetzt nicht mehr eingeben, aber ja. So, wir üben ein bisschen, dass die Salira nicht mehr so ungezähmt ist, sondern gezähmt wird. Das ist ganz praktisch, weil dann können wir mit ihr nochmal reiten und so weiter und auf Reitturniere gehen. Und, ja, wir wollten sie nach ihrem Alter fragen, dann fragen wir sie mal, wie alt sie denn ist, beziehungsweise was für einen Altersunterschied wir haben. Wir haben ja noch 6 Tage, bis wir älter werden. Hatte ich die Alterung ausgeschaltet oder angeschaltet? Okay, ausgeschaltet. So, und? 1 Tag jünger. Yes, das funktioniert gut. Das passt. Das passt sogar sehr gut eigentlich. Eigentlich richtig annehmbar. Wenn sie nach ihrem Sternzeichen fragen und ob sie Single ist und nach ihrer Karriere. Und vielleicht noch ein bisschen Persönlichkeit nachahmen. Und dann können wir hier vielleicht mal was nach was zu essen suchen. Ob hier denn vielleicht schon was gemacht wurde.
Nein. Anscheinend nicht. Vielleicht wird hier ja noch von irgendwem mal eins gemacht. Das wäre ganz nett, ehrlich gesagt. Möchte irgendjemand hier was zu essen machen? Sieht irgendwie nicht so aus. Na gut. Wir können aber auch erst schlafen gehen. Und zwar, ich würde sagen, ja, in diesem Bett. Das ist eigentlich ganz praktisch. Oh, das sieht hier echt schön aus. Ja, dann gehen wir dann erstmal schlafen und ja. Werden dann die Nacht dort verbringen bei unserem zukünftigen neuen Freund Jenny Jones Brown. Sie ist schwanger, wie man sehen kann. Boah, hier sind echt viele Leute. Dann werden wir hier mal aufhören. Wenn wir es mal mit irgendjemandem anfreunden. Mit dem Paparazzo vielleicht nicht unbedingt, aber wie wäre es mit ihr hier? René William Brown. Das sind so ein paar Leute aus Twinbrook. Falls ihr euch wundert, dass euch die Namen bekannt vorkommen, wenn ihr Twinbrook habt. Ich habe halt noch ein paar neue Leute mit eingefügt. Ich meine, hier waren schon einige Leute, aber die waren mir nicht genug. Ich wollte noch ein paar mehr. Und deshalb sind hier halt noch so ein paar Leute. Aber ich habe halt keine extra erstellt. Weil, ja, ich das unnötig fand. Aber wir können hier so ein bisschen uns mit der anfangen. So, und über Katzen reden meinetwegen. So, und hier geht's ganz gut. Salira ist nur ein bisschen müde, aber ansonsten geht's hier auch super. Hier auch. Die Bewegung scheint ja aber schnell wieder abzusinken, wenn man mit dem Pferdeball spielt, wie es scheint. Ja, gehen wir ein bisschen rumgaloppieren. Noch ein bisschen und noch ein bisschen. Und du kannst hier ein bisschen Heu fressen. Auch ein bisschen rumgaloppieren. So, und Phoebe, yay, du bist in die Flöhe losgeworden. Das ist aber sehr schön. Wenn wir dann irgendjemanden, der zu dir nach Hause kommt, irgendwie gerade nicht. Tut mir leid. Wir könnten aber auch einfach die Emily hinlassen. Weil sie kann ihre Kollegen auch später noch gut kennenlernen. Da können wir uns auch erstmal mit dir um die kleine Phoebe kümmern. So. Und zwar könnten wir sie bürsten. Wir könnten ihr ein Leckerchen geben und ja, halt so Krams, ne? Wie das halt so ist. Und dann geht's dir hoffentlich auch besser. Wer bist du denn? Ernsthaft, du kommst hier in einem Anzug zum Babysitten? Wie bist du denn drauf? Weh, du lässt mein Kind nicht in Ruhe. Lass das bloß dort liegen. Du kannst es dir gern angucken, aber lass es bitte dort liegen. Es schläft ganz ruhig und friedlich. Wie, du störst das. Sehr gut, du läufst dran vorbei. Das ist vorbildlich. Wie der im Anzug einfach mal hierher kommt. Wer kommt denn bitte im Anzug zum Babysitting? Der ist schon sehr interessant. Naja. Okay, Philipp schläft. Theresa ist da noch unterwegs. Ja, Philipp. Eigentlich kannst du auch heute Abend mal so ein bisschen in eine Bar gehen oder so. Ist hier irgendwas in der Nähe? Wir haben das Double Broomstick Café. Das können wir ja mal besuchen einfach. Achso, nee, da ist Philipp. Oder? Ja, wir sind hier unten. Dann können wir mal hier ins Creeping Charlie's Pub gehen. Okay. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Vielleicht hättet ihr den Cut gar nicht bemerkt. Ich habe nur gerade kurz meiner Katze das, die Tür aufgemacht. Ah ja. So, hier sind auch ein paar Leute. Dann können wir uns ja mit Nathan Dean anfreunden. Okay, den habe ich schon mal erstellt. Den habe ich aber aus einem anderen Grund erstellt. Das war einfach eine Familie, die ich in meiner Spielebibliothek hatte. Und haben mir gedacht, wow, der wäre doch ganz cool. Den könnte man einfach in die Stadt da integrieren. Und deswegen ist der hier drin. Dann können wir uns ja mit dem ein bisschen anfreunden. Den fand ich ganz cool eigentlich. Ist zwar vielleicht ein bisschen zu jung für den alten Philipp, aber ist schon okay. Der ist halt ein junger Erwachsener, glaube ich. Und wir sind ja nun schon auf dem Weg zum Altertum. Oh je. Naja. Aber bis dahin ist noch ein ganzes Stück. Das ist nämlich seine Schwester, die Emma. So, okay. Also Emily ist auf jeden Fall auch schon
zu Hause angekommen, wie man sehen kann. Und ja. Okay, ihr solltet wirklich mal nach Hause gehen wieder. Hab für heute genug trainiert. Dieser Lehrer wird langsam auch echt müde. Ganz ehrlich, manchmal bleibe ich am liebsten den ganzen Tag in Schlafanzug und würde Kekse essen. Oh, wie süß. Das ist aber knuddelig. Okay, ja. Ja, unterhaltet euch ein bisschen. Das passt schon. Das haut schon hin hier. Das ist eine coole kleine Bar. Könnte man auch Junggesellenabschied feiern, würde ich mal behaupten, weil hier ist genug Platz. Ist nicht so, dass sich dann die Jungs über den Weg laufen würden und hier kaum Platz hätten, sondern hier wäre es eigentlich schon ganz cool. Oh, ich hatte jetzt schon Angst, dass das Spiel stehen bleibt. Manchmal bleibt das stehen und dann funktioniert es nicht mehr. Oh, wie ich das dann hasse, dann muss ich alles nochmal neu aufnehmen, weil nachspielen finde ich irgendwie auch unnötig. Ob ich nun nachspiele oder ob ich einfach neu aufnehme, es kommt auf selbe hinaus. Und da nehme ich einfach lieber neu auf. Oh ja, okay. Die Frage muss das jetzt noch halten. Oh, der Barkeeper ist verbuggt. Na gut, zu wissen, dann müssen wir auch nichts bestellen. Ja, Therese, ihr geht nach Hause, das ist sehr schön. So. Seid ihr schon zu Hause? Ja, anscheinend. Dann hoch, dann kannst du ja mal absteigen. So, steig mal ab von der kleinen Saliera. Sehr gut. Und dann kannst du sie führen und mach mal dein Handy aus. Verwende Simpod, um deine Sängerin auf Tour zu schicken. Ja, mal schauen. Na, das passt ja eigentlich ganz gut. Oder, naja, ich weiß auch nicht. eigentlich doch nicht so gut, aber... Ah, wir machen es mal wieder weg. Das mit dem Simpod, das funktioniert irgendwie sowieso nicht, habe ich das Gefühl. Wie jetzt? Wie jetzt, Pferd? Du willst dich nicht führen lassen. Wie blöd bist du denn? Lass dich gefälligst führen, du dummes Pferd. Jetzt mal ernsthaft. Das geht ja mal gar nicht. So, Mia Hemingway ist nicht rüber. Das ist aber schade für sie. Okay. Dann, interessant, warum wir sie jetzt nicht führen lassen, komische Saliera. Dann geh halt in deinen Stall irgendwo, mach dein Nickerchen. So, und wir gehen jetzt nochmal schnell was essen. Okay, wir machen lieber was. Wir machen Shawarma. Wenn wir dafür ein bisschen was bezahlen müssen, aber ist ja egal. So, Phoebe geht's gleich wieder gut, das ist sehr schön, weil wir uns jetzt sowieso um unsere kleine süße Sophia kümmern müssen. Gib mir die Flasche, bisschen spielen, bisschen kuscheln, nochmal kuscheln. Und ja, mit August sprechen werden wir wahrscheinlich nicht. Unsere Geschicklichkeit, Fähigkeit kriegen wir bestimmt irgendwann mal wieder verbessert. Und ja, du schläfst. Therese ist auch auf dem Weg nach Hause. Ihr beide tanzt anscheinend. Das ist sehr schön, wie es aussieht. Ich mag, wenn Sims tanzen. Wenn die Sims tanzen, mag ich das einfach. Ich finde, das sieht cool aus. Das ist irgendwie, ich liebe dieses Club- und Barleben bei Sims. Wo ist denn seine Schwester hin? Ah, da hinten ist sie. Ja, ich finde das einfach toll. Abends in Clubs gehen mit Sims und da Leute kennenlernen, tanzen, Star sein, Drinks bestellen und so. Ich mag das. Ich finde das super. Richtig cooles Feature. Ich könnte dir noch echt Stunden beim Tanzen zu gucken. Mag vielleicht ein bisschen affig wirken, aber irgendwie so im Gesamten und was für eine Ernsthaftigkeit das tun. Das ist schon ganz cool. So, wir haben Kochen Level 4 erreicht mit der Theresa. Das ist aber sehr schön. Kann das irgendwer besser als sie? Philipp kann besser kochen? Was? Philipp, seit wann bist du so ein guter Koch? Hab ich noch gar nicht von dir gewusst. Interessant. Okay, die Leute verlassen die Bar. Das heißt, lange wird hier auch nicht mehr offen sein. Und dann gehen wir mal lieber wieder nach Hause. Und beschäftigen uns mit der kleinen Sophia. Kleine Sophia. Hallo.
Geh mal in dein Kinderbettchen. So. Ab ins Kinderbettchen mit dir, kleine Sophia. Schlaf gut. So. Dann benutzen wir hier mal die Toilette. So. Und essen dann schnell nochmal was. Und zwar ein Pilzomelett. Liegt denn hier rum? Ah, Shawarma. Okay, dann essen wir das. Die Theresa wird ja wahrscheinlich... Wo sitzt die rum? Ah, da sitzt sie rum. Sehr gut. Ja, gehen wir lieber erstmal runter. Okay. Phoebe ist damit beschäftigt. Was auch immer das soll. Aber Hauptsache, ihr geht's gut. Und ja, ihr schlaft alle fertig. Sehr gut. Dann ist hier alles schön. Der Mod ist durchgelaufen. Die Zeit ist langsam auch schon wieder vorbei. Dann können wir die Folge für heute wieder mal beenden. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall hoffentlich am Montag wieder. Mit einer neuen Folge, mit Folge 92 müsste das sein, wenn ich mich nicht täusche. Mit Folge 92 vom Let's Play mit der Familie Reuss. Mal schauen, wie weit ich bis dahin mit der WG gekommen bin. Werde ich euch auf jeden Fall am Montag dann Näheres dazu erzählen können. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Und ja, ich werde hier die Simpson auf jeden Fall schlafen lassen bis zur nächsten Folge hin. Und ja, wie gesagt, noch ein schönes Wochenende. Viel Spaß bei allem, was ihr so vorhabt. Und wir hören uns dann hoffentlich am Montag in der 92. Folge wieder. Bis dahin sage ich Tschüss.